und sowas alles, der fragt, der hat auch früher Fußball gezockt, der fragt, was ist bei dir größer, die Liebe zu gewinnen oder der Hass zu verlieren? Bei den Kursen Liebe zu gewinnen oder zu verlieren? Liebe zu gewinnen. Liebe zu gewinnen. Okay. Wenn sich jemand. Ah ne, warte mal ganz kurz. Mal kurz gucken. Was ist der beste Weg, einen Gegner auf dem Platz zu provozieren? Also machst du so einen Mix aus verbal, zuppeln, mal hier auf den Fuß treten, so oder guckst du dir die Leute an, hast du für jeden anderes Rezept oder machst du immer dieselbe Schiene? Habe ich, also, nee, also, dann sagen die wieder, wie kann man sowas erzählen? Was für ein Idiot, wie kann der das jetzt sagen? Aber ich sag mal, so die ein oder andere, der ein oder andere Trash-Talk, und aber also man, auch wenn du dann hinten dann so, hinten dann mal so packst, so, das tut natürlich dann auch weh, oder ein aus Versehen bei der Ecke, wenn du sich so abdrückst und dann Ja. dann auf dem Fuß. Also das gibt halt so ein paar Sachen, um den einen oder anderen so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ja. Und da gibt es natürlich Jungs, die dann sagen, ey, du bist doch bescheuert. Oder es gibt Jungs, die sagen, oh, dir zeige ich es jetzt. Und wenn du sie dann so weit hast, dass sie sich revanchieren wollen, dann kannst du es relativ gut ausspielen. Weil Ja. dann hast du es genau da, wo du sie haben willst, weil sie dann sich mehr darauf konzentrieren, dir weh zu tun. Das tut dann auch mal weh. Ja. Aber dann konzentrieren sie sich nicht mehr aufs Spiel, sondern mehr darauf, dann dir es dir zurückzuzahlen. Und wenn du dann cool bleibst, dann kannst du es eigentlich ganz cool ausspielen. Aber ja, ist jetzt auch nichts, wo man sagt, oh, das sollte man jetzt jungen Leuten beibringen, Nö. weil. Es ist eine Frage auf dich Ja. bezogen. Ist ja jetzt kein Ratgeber für junge. Aber Ja. beim Thema Trash Talk, welche Schiene warst du? Warst du eher so nach dem Motto, Arschloch, Mädchen, hör auf zu heulen? Oder warst du eher so nach dem Motto, hör mal zu, deine Schwester hat mir heute Morgen die Cornflakes gemacht? Oder auf welche Richtung warst du? Sprüche oder so einzelne Beleidigungen? Also Familie, so Frau, Mutter, das habe ich nicht gemacht, weil also die Georgier, oder sagen wir mal so, die Jungs aus dem Ostblock, die verstehen da keinen Spaß. Ja. So, ne? So hier ist, hey, keine Ahnung, deine Mutter und hier und so. Ja. Also irgendwo so, ne? Es ist jetzt irgendwo nicht mehr jetzt die Riesenbeleidigung, so, ne? Aber wenn du das zu einem jemand aus dem Ostblock sagst, oder dann zu einem Georgier, boah, der hat keinen Spaß verstanden. Dann war so, die dann aber im WM-Finale, aber das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe dann keine Ahnung. Ja, muss auch nicht. Ich wollte nur wissen, in welche Richtung das ungefähr geht. Also Aber, mehr so eine persönliche Beleidigung und dann einfach so einfach dummes Gelaber, so, weißt du, wo du einfach ja. sagst, Alter, was Aber laberst es geht auf den du? Sack. Ja, so nach dem Was? Spiel, dann haben die bestimmt immer, manche haben gedacht, ey, bist du denn für ein Spaß? So, Ja. ne? Ja, ich gebe es ja zu, war ja auch so auf dem Ja. Platz. Aber wie gesagt, außerhalb war das dann oft, haben wir uns dann immer ganz gut verstanden, die Ja. meisten. Nice. Einer fragt hier, Bedard ist auch ein Battle-Rapper aus Karlsruhe, der fragt sein Lieblingsmoment in Karlsruhe. Ganz klar, das habe ich schon oft gesagt, die Aufstiegsfeier, wenn er aus Karlsruhe kommt, kennt auch das La Vida Loca, das ist so eine Kneipe gewesen, wo die harten Jungs waren, gerade so halt auch die Ultraszene und alle, die haben da immer ganz gut gefeiert. Und dann hatten wir nach unserem Aufstiegsendspiel, nicht Endspiel, Spiel in Fürth, haben wir 3-0 gewonnen und dann waren wir auf dem Rathausbalkon, 20.000 Karlsruher und danach war so die offizielle KSC-Feier. Und die waren. Wir sind aber schon 3 Wochen vorher aufgestiegen. Diese offizielle Feier war extrem boring. Und dann bin ich mit 2 Jungs und meinem Bruder dann in diese Hooligan-Kneipe Ja. oder Ultra-Kneipe gegangen. Und das war die abgefahrenste Party überhaupt. Da stand ich irgendwann oberkörperfrei auf der Bar und juhu. Und das war legendär und das war so mit der geilste Moment, ja. Geil. Ich denke mal, der La Vida Loca Karlsruhe wird jetzt wahrscheinlich nicht so viele Clubs haben, wird der wahrscheinlich auch kennen, weil der ist auch Hardcore-Fan. Vielleicht war der sogar, obwohl, nee, der ist kein Ultra so. Sicherlich. Wer war der technisch begnadetste Spieler, auf den du getroffen bist? Marcelinho. Marcelinho? Marcelinho war krank. Ah, der war krank. Ja, der war gut. Der war so, der war brutal. Einfach schnell, technisch gut, guten Schuss und
ein geiler Spieler. Aber es gab viele, auch Robben war gut, Ribéry war stark. Also es gab da schon geile Spieler. Also man kriegt die immer gar nicht mehr so alle zusammen. Aber wenn du mich jetzt so auf Anhieb, kann ich dir sagen, Marcelinho, aber auch Raphael, der ja auch bei Hertha war, der hat mir auch mal Knoten in die Beine gespielt. Ja. Also es gab schon so diese etwas kleineren Spieler, die waren immer unangenehm. Die großen, die konnte man immer so, da konnte man immer so reinpfeifen. Ja. Aber die kleinen, quirligen, die lagen mir nicht so. Das Niedriger Körperschwerpunkt, ja. ja, genau. Wir fragen noch jemand, was war der witzigste Moment in deiner Fußballkarriere? Der witzigste Moment. Hau Ja, raus. das war, Trink noch einen Schluck da Gin und war hau raus. mir, ja, nee, da war mir beim, da gab es so viele schöne Sachen. Ja, wir waren aber, wir hatten in meinem KC, hatten wir so, waren sechs Jungs und hatten mir so Kochen nach Anleitung, immer Show, also war dann, waren wir dann mit sechs Jungs in Durlach immer und dann haben wir dann gekocht und da kam dann irgendwann ein Kumpel von dem einen dazu und da hatten wir dann echt lustige Abende, weil wir dann da einfach auch immer einen gebechert haben und dann, wir waren ja auch erfolgreich, wir sind ja Rekordaufsteiger gewesen, wir waren vom ersten bis zum letzten Spieltag nie schlechter als Platz zwei, also wir waren immer auf eins oder zwei und Ja. das mit einer Mannschaft, die eigentlich gar nicht dafür ausgelegt war, so durchzumarschieren. Und deshalb war das irgendwo so ein brutales Jahr. Und danach waren wir, in dem Jahr waren wir auf Europacup-Kurs, also bis zum 25. Spieltag, haben aber dann die letzten Spiele verkackt. Also es waren einfach so zwei gigantische Jahre. Und da waren so Ja. ganz, ganz viele Momente, wo ich sage, die waren geil. Ne? Als wir dann, ach, es gibt so, Musst auch echt nicht. viel. Du musst auch nicht. Du musst auch nicht. Aber der lustigste war, das war so, da waren wir mal, da haben wir so, zwei Kollegen und ich hatten dann so Daydrinking gemacht. Wir hatten dann, glaube ich, dann, wir hatten dann gespielt. Das war in Karlsruhe, hatten wir Day, montags war das. Und mit einer Freundin, die hat in London studiert und das war, wir waren dann zu dritt. So, und dann waren wir zuerst, waren wir Mittagessen, dann waren wir im Karstadt, also die Karlsruhe kennen, die wissen das, da war unten so eine Feinkostabteilung, da haben wir dann Filet gegessen und haben dann so zwei Wein getrunken. So, dann waren wir im ECE-Center, das ist so ein großes Einkaufscenter, da war so ein Italiener und dann saßen wir dann nachmittags und haben dann noch so drei, vier Wein getrunken und dann fing irgendwann montags abends um 18 Uhr die Afterwork-Party an und da waren wir dann auch im Gelbe Seitencafé, hieß das. Da war immer so Afterwork-Party. Dann haben wir dann da noch gefeiert. Und dann sind wir noch ins Augustea und das ist so ein Euro-Party, ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann waren wir da noch und dann haben wir da weiter getrunken. Dann haben wir echt an dem Tag viel getrunken. So, Ja. und der eine ist dann, war auf einmal weg. Und der andere, mit dem bin ich dann, sind wir noch, wir sind dann noch weiter getrunken. Oh, warte, und dann wird er noch. So, und dann saßen wir irgendwann in der Kabine und dann 3 Wochen später und dann sagt der eine so, ey, hast du das von dem einen gehört? Was denn? Ah, der ist vor der Polizei abgehauen, den haben sie angehalten. Ich sage so, wie, der ist vor der Polizei abgehauen? Ja, den haben sie vor ein paar Wochen angehalten und dann ist der aus der Polizeikontrolle einfach weggelaufen. Und derjenige konnte immer viel laufen. Ja. Der konnte laufen, dann ist der. Dann waren wir, dann bin ich halt hin zu dem und sag so, sag mal, stimmt das? Er so, ey, sag nichts. Der war, ja, Mann, ich bin an dem Abend, bin ich noch mit dem Auto nach Hause gefahren, war total bescheuert, ich bin aber gefahren, dann haben die mich angehalten. Und ich wusste, wenn ich jetzt pusten muss, Ja. dann bin ich am Dann Arsch. ist er Und ich bin einfach, weggelaufen. gelaufen. Ich bin abgehauen. Ich bin gelaufen. Und dann bin ich irgendwo in so einem Keller und habe mich da versteckt. Und dann haben die mich noch gesucht. Ja, und dann ist der zu einem Kumpel da gepennt und unser damaliger Manager, Rolf Dohm, der konnte das irgendwie gerade biegen. Aber das war so Aber eigentlich was das ist das Witzige. für ein Move? Einfach weglaufen von seinem eigenen Auto. Das war ein Move. So, und dann hat er das einfach stehen lassen und weggelaufen. Und natürlich ist es nicht geil, ist nicht cool, ne? Nee. Aber so jetzt so zurückblickend mit Ja. diesem Tag, was wir da alles erlebt haben und Ja. dann kam das irgendwie so raus und so, das war eigentlich ein, ja, nicht geil, ist nicht cool, aber in dem Moment war das damals, war das irgendwo Ja, lustig, aber natürlich, Alter. Ist ja auch geil. Ich meine, wir sind ja auch eine trinkfeste Community und wir wissen alle,
Also wir nennen das immer, wir nennen das Tagessuff. Es ist, ey, es gibt nichts Schöneres als wirklich einmal, wenn einer sagt, ey, soll man nicht einfach jetzt, guck mal, wir essen so schön, soll man nicht einfach jetzt schon mal einen Wein trinken? So um 1, 2 Uhr, ist so geil. Es werden immer super Abende, immer. Da, wir waren jung, wir waren Mitte 20 und es war einfach irgendwo eine krass geile Zeit Aber und war das da gar nicht so nach dem Motto, ihr geht dahin, ey, guck mal, da ist Mike Franz und der, oder ihr geht in diese schäbige 1-Euro-Kaschemme da, ey, guck mal, ey, das sind doch die Spieler vom, das sind doch die Spieler vom KSC, Alter, was ist denn da los? doch, Ja, doch. egal. Das war da so, aber wir waren ja brutal erfolgreich. Ja. Und unser Trainer, Daniel Becker, der hat dann irgendwann mal gesagt: Männer, kommt mal zusammen. Also passt auf, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute mich nachts um eins anrufen, um mir zu sagen, wo ihr seid, was ihr macht. Karlsruhe ist eine kleine Stadt und alle wissen hier, was ihr macht. Ihr könnt das machen. Solange ihr Gas gebt und die Spiele gewinnt, ist mir das alles scheißegal. Geil. Aber wir müssen Gas geben. Und das war halt Ede Becker. Der war halt geil. Der hat das dann halt, und dann haben wir natürlich noch mehr Gas gegeben. Und wir hatten halt, waren halt auch sehr lange, solange das Mannschaftsklima gut war, waren wir auch erfolgreich. Dann wurden aber zwei Spieler weggeholt, weil wir einfach gut gespielt haben. Und dann ging irgendwann dieser Spirit verloren. Aber wir hatten halt 2 Jahre einen brutalen Spirit. Ja. Geil. Sagt er und stößt dabei auf. Überragendes Timing. Entschuldigung. Prösterchen. Hier fragt noch jemand, wer war das größte Arschloch auf dem Platz? Also nach dem Motto, Mario Gomez hat seine Meinung über dich, aber wo war jemand, wo du sagst, Alter, ohne Spaß, dagegen war ich gar nichts. Also meistens sind das ja auch Stürmer sind ja selten so richtige Dreckskerle so auf dem Platz. Aber gab es jemanden, wo du Oh, dachtest, Giovanni Elba ist ja für alle bekannt, der Giovanni war mal da. Elber? Giovanni Elba, geiler Typ, wirklich Ja. guter Typ. Aber auf dem Platz auch einer. Laber doch nicht, hätte ich niemals gedacht. Ja, ich auch nicht. Ich Der ist kannte der ihn nur aus dem Liebste. Ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, aber auf dem Platz ein richtiger, richtig, also richtig. Giovanni Elber ist ein Vollassi am Platz. Freddy Bobic auch. Freddy, der hat mich mal als Charakter gezeichnet. Und der so richtig, also Freddy auch richtig eklig auf dem Platz, aber außerhalb total nett. Marc van Bommel, Ja, das weiß man, richtige. ja. Ja, also da gab es schon einige, die dann richtig eklig waren. Ja. Krass. Oh, hier ist noch eine geile Frage. Würdest du einem homosexuellen, aktiven Fußballspieler raten, sich zu outen oder nicht? Weil Lahm schrieb in seiner Biografie, er würde es keinem empfehlen. Ist auch ein heikles Thema, da hat ja meiner in England gemacht, der hat sich ja dann irgendwie kurzzeitig wieder aufgehangen. Hitzlsperger nach der Karriere, und es gibt ja super viele Gerüchte, ich habe auch schon so viele Stories gehört, und aber wie ist da deine Meinung? Würdest du dazu raten, lieber geheim Ah, halten? ich glaube, ich bin da total, also mir ist es wirklich scheißegal, welche sexuelle Richtung jemand hat. Ja, So, ne? Mir safe. geht es um den Menschen. Aber als Ratschlag. Entweder das oder nicht, aber es gibt halt einfach zu viele Idioten, die einfach nur zu verbohrt sind. Und es ist, glaube ich, echt schwierig, so wenn dann auch alle dahinter stehen, auch die Medien und denjenigen, ich glaube, der es machen würde, der würde schon auch brutal, kann auch sein, dass er gepusht wird. Wenn das so wäre, wäre das gut. Aber dadurch, dass es halt so viele Ja. Idioten gibt, die einfach noch so weit hinten dran hängen, boah, es ist echt ein ganz, ganz schmaler Grat. Und ich glaube, derjenige würde sich, ja, es ist schwierig, es ist echt Ja. schwierig zu. Ich fände es cool, wo ich einfach sage, so, ich würde es auch voll pushen und sagen, ich würde es auch voll unterstützen, Ja. weil am Ende ist es scheißegal, weil du kannst Millionen haben, du kannst nichts haben, du kannst schwul sein, du kannst ja, du kannst monogam leben, du kannst offen sein, Ja. bist ein geiler Typ, wie tickst du, ne? Willst du, kannst du Leute fangen? Also ich bin ja ich bin ja ein geselliger Typ, ich mag das, wenn Leute offen sind, wenn Leute cool sind, wenn man einfach sich austauschen kann, weil ich Ja. finde, das ist das Leben, ne? Also sich einfach Spaß miteinander zu haben und ist mir doch scheißegal, ob derjenige schwul ist oder Ja. was weiß ich, der ins KitKat geht oder ins Berghain. Ja.
Ja, ich sehe das Egal. auch, ich sehe es auch ähnlich. Ich würde mir auch denken, also ich denke mir so, ich glaube ja, ich hab die These, dass, also es gibt so viele Idioten, safe, man kann das pushen, man kann das, und dann aber, dann geht er zum nächsten Auswärtsspiel und das wird auf jeden Fall die Hölle, wegen diesen Idioten, die in der Kurve, keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, was die sich alles einfallen lassen würden, wenn sich da mal einer outen würde, so. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der an der Spitze des Sports steht, keine Ahnung, Messi, Cristiano, Neuer, solche Leute, wenn die, oder ein Zlatan zum Beispiel, wenn solche Leute das sich outen würden, das wäre nochmal ein bisschen was anderes, weil du kannst denen nicht abnehmen, dass das die Besten ihrer Zunft sind, so. Und das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt, keine Ahnung, was, irgendwie bei so einem mittelklassigen Verein spielst, wo die richtig drauf rumhacken können, weil die Leute sind so außer Frage, die sind halt, das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Impact, so. Aber es ist echt, ist ein schwieriges Thema, ey. Das stimmt. Hier fragt jemand noch, in welcher Funktion im Fußball würdest du gerne arbeiten, wenn es dir aussuchen könntest? Das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt 4,5 Jahre gemacht in Magdeburg. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, zu meinem jetzigen familiären Situation bin ich erstmal froh, dass es vorbei ist. Erstmal. So, ne? Weil ist ja total, das Fußballgeschäft ist familienunfreundlich. Weil du bist immer am Wochenende unterwegs. Und es ist immer so, du bist immer abhängig von Ergebnissen. Haut dir einer in der 90. Du planst für Sonntag, Nachmittag eine Familienfeier und dir haut Samstag einer in Unterhachingen in der 92. kriegst du ein Murmeltor rein, verlierst 2-1. Dann musst du, weil die Situation blöd ist, weil du im Abstiegskampf steckst, weil du hinten drin steckst, musst du sonntags vor Ort sein. Du machst dir Gedanken, dein Kopf wird, auf Deutsch ist ja eine coole Ja, Wort hier, wird gefickt. gefickt. Du bist einfach immer mit dem Kopf bei diesen Themen und du kannst einfach nicht abschalten. Es ist so, deswegen sage ich, ich habe jetzt 20 Jahre Profifußball hinter mir und bin jetzt froh, dass ich jetzt in dieser anderen Branche jetzt so dabei bin, dass ich das jetzt mitgehen kann, diesen Weg. Und ich würde momentan gar keinen Job in einem Vereinswesen haben wollen, weil ich halt zwei Söhne habe und eine Frau habe, die ich halt auch mit aufwachsen sehen. Weil ich habe vorhin hast du gesagt, ey Mike, ist ja nicht so, du hier 14 Jahre und du kannst ja gar nicht so leicht abschalten. Doch, ich habe die 14 Jahre gehabt, ich habe sie genossen. So, und ich finde, man muss den Moment genießen, man muss die Sachen, die man hat, muss man genießen. So, und ich möchte nicht in 10 Jahren, wenn meine Kinder groß sind, sagen, oh, ich habe die Kindheit ich habe die Jugend meiner Kinder, weil ich in Uerdingen, in Duisburg und hier und da auf dem Platz stand und mir den Arsch aufgerissen habe, für Leute, die es gar nicht zu danken wissen. Und deshalb sage ich, für den jetzigen Moment, es kann in 4 Jahren anders aussehen, aber für den jetzigen Moment möchte ich einfach meine Kinder auch aufwachsen sehen. Und ich werde jetzt 40 im Sommer, habe mir eine Situation erarbeitet, wo ich sagen kann, ich kann es mir glücklicherweise ein Stück weit aussuchen. Und deshalb möchte ich das auch erleben, wie meine Kinder aufwachsen und nicht dann irgendwann mal sagen, ich habe das verpasst, weil dann kann ich halt sagen, ey, ich habe das gehabt und jetzt mache ich wieder was anderes. Und ich glaube, man sollte immer, und das ist ja immer leicht so leicht gesagt, lebt den Moment, genießt den Moment. Ja, das ist voll schwierig. Aber das ist wichtig, weil viele Leute sich irgendwas vornehmen und sagen, wenn ich Rentner bin, mache ich das und das. Meinst du, wie viele Leute ich kenne, die gar nicht Rentner geworden sind? So, Frage, genieß, wenn du es dir erlauben kannst, wenn es möglich ist, dann tun, nicht labern, sondern tun und machen und auch genießen, weil dann bist du auch, ich habe immer gesagt, ich möchte einen Roadtrip durch Amerika machen. Habe ich mit meinen besten Kumpels gemacht, war der geilste Trip, war mega, habe ich gemacht, wieder gemacht. So, und so gibt es ganz viele Sachen, wo ich sage, man muss Sachen machen und nicht labern. Ja, ist okay. Nicht wundern, dass hier so ein paar Köpfe im Chat reinsegeln, dass der. Kennst du René Schnitzler? Nee. Ist Gladbacher, also Legende aus dem Gladbacher Raum. Der hat ja mal dieses Buch geschrieben, Zockerliga.
hochveranlagter Stürmer. Ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang, ob der auch 82er, 81er war. Hat alles in Grund und Bogen geschossen, hat dann irgendwie St. Pauli gespielt, Gladbach auch mal kurz in der Bundesliga und hat dann aber... Genau, der ist ja auch, der ist jetzt gerade in den Chat geschrieben, deswegen hat er seinen eigenen Emoji quasi. Und genau, ja. Das ist der René Schnitzler, aka. Ja, wenn man das so sieht, ja, ja doch. Härtester Trainer. Wer war der härteste Trainer, unter dem du gearbeitet hast? Die Trainer. Ich gehe sie mal ganz. Guck mal, ich hatte Ebert Vogel, Wolfgang Wolf, Jürgen Röber, Klaus Augenthaler, Holger Fach, Erik Giritz, Ede Becker. Auge, wie war Auge? Wie war Auge? Auge und ich, wir waren nicht auf einer Welle. Es war nichts. Also für mich persönlich war das nichts. Oder nicht so cool. Christoph Daum war mega geil. Ede Becker war mega geil. Wolfgang Wolf. Irgendwo hatte jeder irgendwo was gehabt. Der härteste kann man irgendwie gar nicht so sagen, weil sich Situationen immer ändern und weil auch die sich ändern. Wenn der Druck kommt, sind sie auch immer ganz anders. Und der härteste, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so sagen. Aber du, hast ja gesagt, du konntest schnell und viel laufen. Das heißt, dich kommt man in der Vorbereitung ja sowieso nicht bumsen, weil wenn du Laktat und Cooper und wenn du das alles eben abgerissen hast, dann gibt es ja auch wahrscheinlich... Ich überlege gerade parallel noch, wo du das so sagst, aber so das ist ja Härte. Bei Markus Babbel war die Vorbereitung ganz schön krass, aber in der Saison war eigentlich so, war total easy, aber Vorbereitung war krass. Aber so der härteste, weiß ich nicht, irgendwo alle waren irgendwo, hatten irgendwo ihre harten Seiten und ihre weichen Seiten. Ja, ist irgendwie eine geile Antwort, aber ist irgendwie, kann ich es dir nicht genau sagen. Ja, passt doch. Hier fragt noch jemand, jetzt wo der Schnitzler gerade da ist, hat dich die Wettmafia mal versucht zu kontaktieren oder hast du mal irgendwie irgendwo mitbekommen, dass es natürlich keinen Namen, sonst irgendwas, aber dringt das, also die Frage ist eigentlich, dringt das an jemanden ran, der so gefestigt in der Bundesliga spielt? Hört man davon oder ist auch nur so aus dem Fernsehen von hier Heutzer? Ich habe Robert kennengelernt, geiler Typ. Robert, so. Ja. Nee, also die Aktion war scheiße, gar keine Frage. Ja. Wir haben jetzt hier bei Landauer Kickers U32 haben wir gespielt, ganz wirklich cooler Typ, reflektiert, geiler Typ. So hat auch gesagt, war scheiße, war nicht cool, was er da gemacht hat. War eine blöde Lebensphase, aber ich habe das, also wie gesagt, also wenn du dich jetzt mit ihm unterhältst, würdest du sagen, hey, geiler Typ. Ja. Nein, da ist nie jemand an mich herangetreten. Also das war, oder an uns, oder ich kenne auch keinen von meinen Jungs, das hat keiner irgendwann mal gesagt. Also, nee. Ja. Hier ist noch eine Frage auf den, Jotti, danke dir vielmals für den Raid, mein Lieber. Hier ist noch eine Frage auf den Trainer bezogen. Da musst du auch keinen Namen nennen, aber guck mal, ich denke mir zum Beispiel so, Bundesliga, okay, das sind die Besten, pipapo, aber ja, wie viel... Ja? Ich hole nur mal kurz das Ladekabel. Eigentlich ja, mach. Alles gut. Kein Problem. Jotti, mein Lieber, dank dir, dass du hier mit deiner Armee antanzt. Elil, dank dir vielmals für den Sub. Janino10, dank dir vielmals für den Sub. Hier bekommt jeder einen neuen Namen. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. So, da ist er wieder. Du mal, Fußball ist ja so, ja, Taktik, pipapo, Trainer auch, okay, aber ist das wirklich so ein Hexenwerk oder nicht? Und jetzt fragt halt jemand, hast du in deiner Laufbahn mal einen Trainer gehabt, wo du dir gedacht hast, ohne Spaß, wem will der hier eigentlich irgendwas beibringen? Wo ist das, also der kann, also der vom Trainerfach hatte keine Ahnung eigentlich. Wo du denkst, wie bist du da gelandet? Ich würde sagen, vom Trainerfach, ich meine, das sind ja alles irgendwo, das sind ja Fußballlehrer, die haben ja alle diese Ausbildung gemacht. Und oder Ex-Profis auch nur. Ja, ich hatte 14 oder 15 Cheftrainer am Ende insgesamt und irgendwo hatten alle ihre Stärken und Schwächen. Also das ist ganz klar und sicherlich gab es dann zwei, drei, wo ich, also wie gesagt, ich fand Klaus Augenthaler jetzt nicht so, war jetzt nicht so cool. Für mich persönlich und aber auch insgesamt fand ich den jetzt nicht so super mega cool.
Aber habe bei ihm auch weniger gespielt. Es ist ja auch oft so, dass dann die Jungs, wo man spielt, da sagt man, oh, cooler Trainer. Bei dem man dann nicht spielt, sagt man, oh, der ist nicht so toll. Also ich hatte jetzt nicht die beste Zeit bei Klaus Augenthaler. Ich fand Jos Luhukay auch nicht so mega, weil er nicht so gerade war. Und er wirkte nach außen immer als sehr starker Typ, aber das war er nicht. Ich war total enttäuscht. Er hat sich nie getraut, mir dann den Grund und den wahren Grund zu nennen, warum er mich degradiert hat. Und das sage ich, das fand ich nicht gut. Das werfe ich immer heute noch vor, wo ich einfach sage, dann hab wenigstens die Eier, wenn du jemanden schon abrasierst und sagst ihm ins Gesicht. Das konnte er nicht. Und das war, fand ich, schwach. Wobei er trotzdem ein Trainer ist, wo ich auch noch dazugelernt habe, weil es ist ja holländische Schule, viel Passspiel und Fußballer, das war gut, aber der hatte nicht diesen Mumm, Entscheidungen auch persönlich zu übermitteln. Und das fand ich, das ist halt, und Trainer sind für mich die wichtigsten, oder sind die wichtigsten Personen, weil die, die Trainer geben das Training vorgeben, die Taktik vorgeben, geben einfach die, sind einfach die Führungskraft. Ja, ist der Chef, ist dein Chef, muss dir doch alles sagen können, dürfen, wollen, hast nicht gesehen. Also. Ja, das können aber viele dann auch nicht, und viele sind dann auch nicht, aber ist auch, ich möchte kein Trainer sein. Der Trainer ist wirklich auch mit der schwierigste Job, weil du hast, sagen wir mal, roundabout 25 Spieler, jeder denkt, er ist der Beste und muss spielen, und du musst es moderieren als Trainer. Das ist echt nicht einfach. Also ich könnte auch nie, also niemals beschäftige ich mich mit 20 Egos, auf gar keinen Fall. Also Stand heute würde ich es nicht werden wollen, weil du auch immer die ärmste Sau bist. Du kannst auch manchmal das nicht dann beeinflussen. So, ne? Aber am Ende ist er trotzdem derjenige, der alles vorgibt, und wie gesagt, für mich die wichtigste Person. Aber viele haben immer gefragt, wer ist denn ein guter Trainer und wer ist ein schlechter Trainer? Mhm. Ich finde, man kann immer erst beurteilen, ob jemand gut ist oder schlecht ist, wenn du beide Seiten siehst. Wie verhält er sich im Erfolg? Okay. Wie verhält er sich im Misserfolg? Also im Misserfolg? Ja. So, ich hatte Trainer, die im Erfolg völlig durchgedreht sind und dann völlig den Faden verloren haben. Einer war das. Und ich hatte halt auch Trainer, und wenn es dann schlecht läuft, wenn der Druck kommt, verändern sich alle. Ja. Aber wie verändern sie sich dann? Und wenn du dann wenn du eine Linie hattest und nur weil dann Druck kommt, diesen Weg völlig verlässt und auf einmal Sachen machst, wo du sagst, so, hä, ist das jetzt unser Coach? Hm. Du wirst halt total schnell den Respekt vor ihm. Ja, Fähnchen im Wind, ja. Den Respekt verliert, dann ist der Trainer ist durch. Dann kannst du einen Haken machen, dann kann der Manager sagen, ey, wir holen neun. Dieser Respekt baut sich nicht wieder auf. Und das ist leider auch oft passiert. Ja.